So, Freunde, jetzt mache ich mal was, was ich mir schon längst mal vorgenommen habe. Und zwar möchte ich mal zeigen, was alles vom Buchstaben A bis zum Buchstaben Z im Xbox Game Pass drin ist. Ich fange mit dem Buchstaben A an und höre bei Z auf. Ja, okay. Das ist jetzt übertrieben. Vielleicht mache ich ja auch mal eine kurze Pause. Aber wir sind hier bei, es sind über 100, also Game Pass, über 100 in dieser Sammlung. So bin ich jetzt Game Pass richtig. Crackdown interessiert mich nicht die Bohne. Crackdown habe ich mal für 7 € gekauft, glaube ich, für 6, 7 € oder noch weniger. Und es hat mich nicht interessiert. Plague Tale Requiem ist ein sehr, sehr interessantes, gutes Spiel. Wo ich auch mal in den, ich gehe jetzt immer in den, wo es einen Trailer dazu gibt, genau hier rein, ja, installieren könnte ich es, weil es im Game Pass drin ist. Ja. Ein Spiel, was sich wirklich lohnt. Und da zeige ich das gleich mal. There's a storm coming. How can you tell? Trust me. I heard the same thing happened in Grian. The rats. Let's go! I knew it. I knew we'd have to pay a price for the corruption of our souls. I'm happy to be here with you. Right. Stay close to the wall! Aren't always nice, but you can change them. Let me go! We can't run! Hey! No! Oops! Come on! Bring him these rabbits! Da bin ich dumm, ich habe mich jetzt husten gehört. Ich habe das jetzt im. Oh, habe ich jetzt was erzählt zwischendurch? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ah, ich lasse den Play it day one with Game Pass. Ja, ich weiß. Dann lasse ich das zwischendurch drin. Habe ich da irgendwelchen Unsinn jetzt gesagt? Ich hoffe nicht. Ja, für Multiplayer würde ich dieses Spiel empfehlen. Und ich gehe wieder. Ich bin ja noch im Game Pass drin. No, a way out, einen Weg raus. What's your plan? Stay the hell away from me, okay? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Pitch black. We need a light. Screw it. I'll go first. Oh, crap! You okay? You have a problem? Yeah, I got a problem with you. I love you, buddy. That's it. What are you doing here? She's my daughter, too. See? Problem solved. Come on, Leo! Das ist schon 6 Jahre alt, das Spiel. Und ich habe es noch immer nicht geschafft, das zu spielen. Ja, ich weiß, ich habe keine Freunde und so. Ja. Ja, nee, war ein Scherz.
Amnesia ist auch nicht meins, auch nichts, was ich persönlich zocken wollte. Bei A gehe ich da vorbei. Assassin's Creed Valhalla mag ich zum Beispiel überhaupt irgendwie gar nicht spielen, weil nach allem, was man so hört, ist das so. Das gibt's nicht heute. Heute ist wirklich wieder mal Stimmung im Ranzen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, ja. Atomic Heart ist eins, was ich mal weitermachen möchte, unbedingt. Dazu zeige ich auch den Trailer. Hier, bitteschön, hier ist er. Sorry für den Rülps. Man was born to dream, to do great things. Flying machines, space travel. Even robots. But unfortunately, there are those who wish to crush those dreams. And that's where men like you come in, Sergei. Men sworn to defend mankind and its destiny. I swore that the world would never see its like again. Do you realize what this could mean for us? An international scandal. I don't want to die! They're not going to find out. The malfunction has been dealt with. Then why did all those peaceful robots start hacking everyone to bits? The entire world will be just like this. You're a soldier, Agent P3. Your job is to cover me. This place is a damn madhouse. Who are you? Xena. Granny Xena. Ja, Interesse bekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich hab noch nicht so weit gespielt, Alter. Mir ist noch nie ein riesiger Gegner begegnet. Installieren, ihr seht, ich könnte es in Koop, ja, könnte ich Back for Blood. Battlefield, wir sind schon bei B. Oh. B, da könnte ich Black empfehlen, da gibt es aber keinen Trailer dazu. Bramble ist auch ein schönes Spiel, was ich für eventuell nochmal auf die Konsole laden werde. Ich weiß es auch noch nicht, ob ich es tun werde. Ja, Need for Speed ist mir egal, weil ich es nicht mag. Ich mag es einfach nicht. Ich bin kein Need for Speed Fan. Close to the Sun zeige ich euch mal den Trailer, weil dieses Spiel habe ich noch nicht zu Ende gezockt. Da bin ich noch dabei. Schaut mal bei meinem Kanal vorbei, dann seht ihr das schon. Ja. Tippt das einfach mal ein. Close to the Sun. Quarantäne 316. Ganz einfach. Macht's und tut's. Und tut euch keinen Zwang an. Macht das.
always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you, if only so that things unfold the way they are meant to. We discovered quantum resonance anomalies that prove the one electron theory. These things are merely antibodies, cleaning up the mess, which is us. My research is about exploiting loopholes in the flow of time, but the research means so much more. It could do so much more for all of us. I'm opening all the doors I can for you. Go and say hi to your sister. Aubrey, help! Close to the Sun, da sind wir ja schon bei C, ja. Was das bedeutet? Das bedeutet nur, es bedeutet nicht, dass schlechte Spiele im Game Pass sind, sondern dass Spiele drin sind, die mich einfach persönlich nicht interessieren. Ja, Close to the Sun ist auch noch nicht so lange im Game Pass drin und Cocoon ist auch ein interessantes Spiel, aber da gibt es keinen Trailer dazu, wie ich gerade sehe. Control ist die Xbox Series XS Version jetzt auf im Game Pass erschienen. Und da zeige ich euch natürlich auch den Trailer. Also installieren könnte ich sofort diese Version. Ja, auch ein Grund, den Game Pass zu holen. Auch solche Spiele, die machen das einfach nur aus. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Tja, muss ich dazu noch was sagen? Also Remedy, nicht nur durch Alan Wake, ja, eine sehr große Firma, eine Firma, die sehr gute Geschichten erzählen kann und auch immer noch tut. Ja. Alan Wake 2, sage ich nur, ist ja auch der Wahnsinn. Ja. Gibt es hier einen Trailer? Nein, leider nicht. Day of the Tentacle. Ja, Dead Space hat man auch im Game Pass jetzt den ersten Teil unverblümt von 2008 mit reingebracht. Dead Space kam ich noch nicht dazu. Also ich habe mir wirklich mal vorgenommen, das Spiel endlich mal zu zocken. Ja, die XS-Version ist ja schon lang drin. Ich brauche sie bloß zu installieren. Auch ein Grund, den Game Pass zu holen, wer darauf steht. Und ich zeige euch mal den Trailer, warum und wieso, weshalb. Brace yourselves. He's gonna smash us into the hall. I think it's me. It's all falling apart here. Hey, Isaac. Coming? Where is everybody? Up there! Kid! No! This transformation, it's remarkable. Don't you want to be reunited with the people you lost? Our homecoming will be truly divine. This
out for us. But we don't have much time. Wow, ich war ja jetzt wirklich weg bei dem Trailer, also muss ich euch ehrlich sagen, ich war richtig weg. Ich war hin und weg, also ich weiß. Ich finde das super. Ich finde wirklich super. Also ich muss mir das echt nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich das mache in den nächsten Tagen. Ja. Wir sind bei Dead Space, wir sind bei D, ja. Dead Space 3, alles. Ihr seht schon Dead Space, auch die anderen. Der Flug ist auch mit drin, ja. Deathloop, da bin ich noch nicht so richtig warm geworden mit Deathloop. Ja, Diablo 4 ist nicht meine Art von Spiel. Es ist einfach so, also ich gehe ja nur von hier, von meinen persönlichen Dingen aus. D wie Dinge. A, B, C, D, E, I, A. Ja, da geht das gleich weiter. Dune Wars. Dragon Age Inquisition, das wollte ich mir schon längst mal holen, aber das gibt schon so lange, dieses Spiel. Aber ich kam noch nie dazu. Evil West habe ich letztens erst gezockt. Eastern Exorcist, was ist denn das? Exorcist? Gibt es keinen Trailer? Okay, dann gibt es das Spiel auch nicht für mich. Nein, natürlich nicht. Fallout 4. Fallout ist bekannt, muss ich nichts zeigen. Far Cry 5 und 6 muss ich auch nichts zeigen. Watch und zack und bumm und bang, hast du nicht gesehen. Rennspiele sind nicht so meins. Forza-Reihe ist nicht so meins. Ich merke schon gerade, dass ich jetzt normal... Ghostwire Tokyo zeige ich nochmal den Trailer. Weil Ghostwire Tokyo ist auch was ich angefangen habe, aber noch nicht weitergespielt habe, leider. Aber das wird demnächst auch passieren. Könnt ihr gespannt bleiben auf meinem Kanal. Neue Feinde, neue Updates. Okay, das ist jetzt was anderes. Neue Mission klingt ja auch gut. Ja, mach ein Bild mit deinem Feind, bevor er versucht, dich umzubringen. Halt nicht so laut, Mensch, ich mache aber heute vieles falsch. Freunde! Gibt es einen Trailer zu James Bond? Nein, gibt es leider nicht.
Wieso macht man das nicht? Ja. Gotham Knights, Halo 5 ist bekannt. Legends, Halo Infinite. Das sind die ganzen Halo-Teile, die ich mir sowieso mal auf die Festplatte hau. Seitdem ich eine Series X habe. Hi-Fi Rush gibt es ja jetzt auch für die PlayStation 5 zum Beispiel. Inside habe ich ein Longplay auf meinem Kanal. Das komplette Spiel von Anfang bis Ende, auch die schwierigen Kapitel. Ich habe es alles geschafft. Ja, schaut gerne mal rein. Ja, auch hier, anstatt es euch zu kaufen, der Game Pass, hier ist es drin. Mit 15,99 müsst ihr es kaufen mit Game Pass. Was ist denn hier los? Okay, schaut mal rein. Das Spiel ist wirklich echt genial. Immer noch. Ist schon älter, aber es ist immer noch. Ja. Na Wahnsinn, dieser Trailer war ja nicht gerade ergiebig. Gibt's da nicht noch einen dazu? Doch, es gibt noch einen. Dann schauen wir uns auch mal an. Vielleicht geht ja eine Sekunde länger. Oder ich habe falsch geguckt, ich hatte den schon geschaut, keine Ahnung. Ja, nicht nur die immer noch beeindruckende Grafik, sondern auch das Thema, was dieses Spiel behandelt, Inside, ist immer noch aktuell und sehr, ja, ich sage mal so, bekannt. Jetzt habe ich mich gemutet. Jetzt habe ich es geschafft. Lies of P, ist das nicht auch so ein schweres Spiel? Lies of P. Wollen wir da mal reinschauen? Das könnte ich auch installieren. Ich habe mich noch nicht damit befasst, aber bestimmt irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Ich habe so viel vor. Mein Gott. Gib es nicht. Ja, das P steht für Pinocchio, ja, die Lügen des Pinocchio. Übrigens, falls ihr das nicht wusstet. Lies of P. Ja, Like a Dragon, das sind auch schöne, vielleicht lustige Spiele. Die ganzen Yakuza-Spiele, Maneater, was würde mir jetzt noch gefallen? Wieso würde ich persönlich einen Game Pass holen? Wir sind ja hier schon bei, das sind ja die, das ist ja der Standard, das sind ja die Grundspiele, die schon drin sind.
und die machen, wo ich sagen würde, ja, okay, da lohnt sich dann definitiv. Mortal Kombat 11 könnte sich auch, ja, Need for Speed, wer drauf steht, aber es gibt in meinen Augen ja wirklich keinen, also ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der die Meinung hat, es gibt kein gutes Need for Speed, das gibt's nicht. Es gibt kein gutes Need for Speed. No More Heroes, was ist No More Heroes? Ja, zeigt ihr uns nicht, ja. Norco, war das nicht auch interessant für mich oder war das nur wieder so eine Pixelgeschichte? Ich weiß es nicht. I don't know. Wir schauen mal. Look at the trailer. Ja, ein sehr melancholisches, ja, nachdenkliches wahrscheinlich Pixel-Art-Spiel. Ich mag Pixel-Art nicht. Ausnahmen könnte man machen, aber oh, ich gehe jetzt wirklich, ich gehe wirklich das. Ja, Payday 3 ist auch so ein Schrott. Sorry, aber das ist eben so. Was haben wir denn hier? Phantom Abyss, Phantom Abgrund. Um was geht's? Ich weiß es nicht. Das sind, pass mal auf, jetzt hört mal zu. Es geht ja eben nur, ich will euch ja nur zeigen, die Spiele, die schon drin sind. Ja, es kommen ja nur noch andere Kategorien, bald verfügbar, ja, und ja, und so weiter, Angebote und so, da gehe ich noch viel drauf ein. Und jetzt möchte ich erstmal hier reinschauen. Ich quatsch dann gleich weiter. Ich weiß nicht, das ist alles, das sind so Dinge, das sind so Spiele, die jetzt sind einfach nur so hingerotzt. Explore, erkunde den Tempel und mach und bla und alles. Ach, keine Ahnung. Also ja, Phoenix Point ist ein, ich lese mal noch was vor dazu. Gaming aktuell, Game, was ist es denn für ein Spiel? Ah, das ist so, ja, ich weiß nicht, was das so ist. Wollen wir mal reinschauen? Ich glaube schon, ja. Ich gucke mir das mal an, weil ich es nämlich selber nicht weiß. Scientists have recorded radical changes to the permafrost in Antarctica. The mist contains some sort of organic composite. This Pandora virus is causing horrific mutations. You must join one of the havens. Do not attempt to survive on your own. Yeah.
Phoenix Point, Freunde, Phoenix Point. Oh, das ist älter schon. Xbox One stand da, da ist schon älter, ist schon lange da. Phoenix Point, ja. Ich habe null Ahnung, ich kann mir da nichts ausziehen, Leute. Aus dem kann ich mir was ziehen. Das ist zum Beispiel eins für Leute, die mal abschalten möchten und mal einen 2,5D-Rätselspaß haben wollen, ist Planet of Lana genau das Richtige. Das sage ich euch, wie es ist. Und ich meine das auch so. Sorry, ich fahre das nicht. Ja, das hat was von Star Wars oder so, ja. Also von der Musik jetzt allgemein, ich würde sagen, das ist in die Richtung geht's zumindest. Ja, da laufen eine Menge große Wesen rum. Und ich mach mal kurz einen Cut, den kriegt ihr sowieso nicht mit. Damit die ganze Geschichte nicht mehr so hängt, wie das schon mal der Fall war, möchte ich erstmal kurz einen Cut machen an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ihr, wie schon gesagt, ihr kriegt das nicht mit. Bis gleich, ihr Lieben. Ja, ihr habt's klicken gehört. Ja, jetzt bin ich wieder da nach dieser kurzen Pause. Die habe ich mir mal gönnen müssen. Ja, wir sind immer noch im Game Pass drin, was so alles drin ist, warum es sich lohnt. Wir waren bei Planet of Lana stehen geblieben und ja, Garden Warfare ist auch so eine Sache, ja, ist mehr vom Multiplayer. Und ihr wisst ja, ich habe keine Freunde. Ich mag niemand. Okay, da gibt es auch einen schönen Trailer, Prey, da schaue ich jetzt mal rein, um erstmal warm zu werden. Denn es ist schon wieder eine Weile her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe und nehmt es mir nicht übel, es ist einfach so. So, könnte ich auch installieren jederzeit, ich habe es noch nie gespielt, ich habe es angespielt mal, den Anfang, glaube ich, den Anfang von Prey. This station was your laboratory and the experiment was a failure. The outbreak can be contained. Earth can be spared. It has to be me. I know what's coming. Some people will never understand what you can do. Warning, this is a station-wide emergency. 5, 4, 3, 2, 1. We can fight the invasion. If I can't save us, I'm taking every last one of them with me. Ja, Prey. Das war Prey, der Trailer dazu, Freunde. Installierbar. Was natürlich auch ein schönes Spiel ist, ist dieses Spiel, Quantum Break von ja, Xbox Game Studios war das zu der Zeit noch. Ja,
Remedy Entertainment. Und ja, nach Quantum Break folgte dann Control, Alan Wake, oder war, soll ich es andersrum aufzählen? Alan Wake, Quantum Break, Control, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber jedes Spiel, was diese Firma, was Remedy rausbringt, erzählt eine wirklich geniale Geschichte. Und das finde ich super an dieser Firma. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as an old enemy. Take your time, hurry up, choice is yours, don't delay. Wunderbar, oder? Ja, man sieht, es schon ein bisschen älter. Ja, ich kann es installieren, oder? 13,19 Euro wäre irgendwie auch nicht so teuer. Nicht wirklich, ja. Ja, Rage 2 habe ich auch. Ja, Redfall war ein Reinfall irgendwie, ja. Weiß nicht, Redfall. Ja, Resident Evil 2, dass Resident Evil jetzt im Game Pass ist, finde ich super. Und das ist, glaube ich, auch mal wert, dass wir in den Trailer reinschauen, finde ich. Ja, ist einfach so, ja. Muss sein. Peggy 18. You gotta stay strong. Don't give in to fear out there, right? How did this happen? Send reinforcements! No! Wait! Hurry up! Get off! Get up! Help! Help! Attention all citizens. You are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. You don't understand. The situation's worse than I thought. This may be a one-way ride. So be prepared, Leon. Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Tell me everything. Right from the start. It's Umbrella's fault, this whole mess. But we never meant for this to happen! Dr. Birkin, you'll come along with us quietly. I'm not handing over anything! You don't get away that easily. The whole place is coming down. Hand over the sample. It'll be all over soon. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Claire, get out. Get out now! Trust me! Tja, die Sache bei dem ganzen Resi 2 Remake ist, dass ich mir das Spiel
2 Wochen, bevor es in den Game Pass kam, gekauft habe. Oh nein, komm, jetzt ist... Bevor es in den Game Pass überhaupt kam, habe ich mir das 2 Wochen vorher als CD-Version gekauft. Ja. Auch Tomb Raider, gibt es ja auch einen Trailer. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, okay, das ist schön. Ist auch im Game Pass drin, wollte ich nur mal zeigen, ja. Dann ist ja nicht. Ja, weil sich die Entscheidung schwerfällt. Something else dwells in the darkness of this place. But I've got to continue. I finally feel a sense of purpose again. Like I'm doing what I was meant to do. Some kind of marker. The journey will be perilous. But I must find a way. Also wenn man mich fragen würde, Uncharted oder Tomb Raider, wüsste ich nicht, was ich antworten sollte. Also ich hätte keine klare Antwort und ja, bei Scorn bin ich mir nicht sicher. Bei dem Spiel zum Beispiel, das ist ziemlich seltsam. Ob ich das jemals irgendwann zocken werde, ich weiß nicht. Ziemlich seltsam. Seltsames Spiel. Ja, Scorn, ich glaube, das ist kein Spiel, das ist alles andere. Das ist kein Spiel, nein, das kann mir niemand erklären, das kann man auch niemand erklären, ja. Shadow, nein, ja, okay, wir sind gleich durch, Leute. Sona, ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Es gibt auch einen Trailer dazu, den schauen wir natürlich an. Ja, installieren könnte ich es. Ich habe es schon mal versucht anzufangen, aber bei dem Versuch ist es letzten Endes dann geblieben, weil ich ja meistens, wenn ich denke, ein Spiel zu spielen, dann will ich das immer gleich aufnehmen und da ist es noch nicht dazu gekommen, aber wenn ihr das wollt, gerne. All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Bioneurograph version 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Hello? Did something go wrong? This is where we went wrong, Simon. This is where we planted the seed to the cancer that's eating Pathos too. It wasn't meant to be like this. No one told us this could happen. Thank you.
Ja, da werden wir mal schauen, ob wir das irgendwann mal auf die Reihe bekommen. So. Soma, Sona, Soma. Soma, Somerville, Somerville. Ja, da gibt es keinen Trailer dazu, tut mir leid. Auch eins, was ich empfehlen könnte. Ja, Star Wars allgemein bin ich kein Fan davon, von allem Möglichen, was Star Wars angeht. Starfield ist natürlich auch interessant, ist im Game Pass alles drin. Und ja, wo sind wir denn überhaupt angelangt? Jetzt muss ich mal ganz nach STUVXYZ. Ja, wir sind hier unten bei. Ja, wir haben noch die Mafia-Teile alle. Wolfenstein haben wir alle Teile drin. Und wir haben Wasteland alle Teile. Vampire Unravel. Ja, UFC haben wir drin. Ghost Recon Wildlands. Rainbow Six ist dabei. Also der Game Pass. Those Who Remain, die sich erinnern, da gibt es auch. The Walking Dead ist alles Mögliche drin. The Quarry, ja, wer drauf steht, auf solche Filme. Ja, Texas Chainsaw Massacre ist auch mit drin. Morrowind, Skyrim, The Evil Within 1 und 2, The Gang, The Cave und ja, ich könnte jetzt noch Trailer ohne Trailer zeigen, aber ich will es auch dabei belassen. Tell Me Why, Tell Me Why ist so ein langweiliges Spiel, da wird nur rumgegendert, das ist, nein, das ist wirklich, das würde ich niemand empfehlen, sorry Leute, ist einfach so, ja. Superhot Mind und bla bla bla. Stranded Deep, Stellaris und was auch wirklich. Hier waren wir stehen geblieben. Also wirklich, das zeige ich jetzt als letztes, noch den vorletztes. Es gibt noch zwei andere Trailer, die ich noch zeigen möchte. Auch eine Empfehlung, die ich machen kann. Nach Starfield. Bis gleich, wir hören das. Ich zeige es euch gleich, wollte ich sagen. So ein Blödmann, also erzähle ich hier wieder. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Eine wirklich wunderschöne und wunderbare Musik. Starfield, das kommt Halo gleich, was die Musik angeht. Installieren, ja, ich kann es drauf schmeißen. Ja. State of Decay.
Das würde ich noch empfehlen. Wer auf Spiele steht, die die Apokalypse behandeln und die auch so ein bisschen durchgedreht sind und auch so zwischendurch ein bisschen Spaß machen, und wer eine Simulation so à la The Walking Dead sucht, ist hier ganz richtig. Und ist jetzt das letzte Video. Damit möchte ich mich verabschieden. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal dieser Einblick, was im Game Pass drin ist, warum es sich lohnt. Ich weiß, ich habe jetzt nicht alles gezeigt. Es gibt ja noch die Spiele, Neuerscheinende, gerade erschienen und so. Das geht drunter und drüber. Und da kommt einiges, ja. Okay. Und da würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Video hier bei mir auf meinem Kanal. Danke, dass ihr dabei wart bis hier. Ich bin weg. Tschüss. Listen, I don't know if you're out there, but if you can hear me, I've made my way to a new place. It feels different. The plague is spreading, and their numbers are growing. We need your help. If you can make it here, we might just survive this world. Will I fall? Find your way here and start over. Better chance of survival together.